Servus Leute, wir sind zurück bei The Witcher 3 Waldheim. Wir sind jetzt in der Nähe von diesem toten Briefkasten, um den Spion da zu treffen. Und wir müssen ja jetzt hier die Hexersinne benutzen, dass wir das finden. Das muss der Briefkasten sein. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Okay. Das müssen wir als nächstes machen. Okay, zum Treffpunkt. So. Alles in Ordnung? Du bist bleich wie der Tod. Auf geht's. Okay, alles ein bisschen runter und drüber gegangen mit dem Quest bis jetzt. Graf Räuber und Schatz. Aber gucken wir mal, wie es weiterläuft. So, werden wir hoffentlich bald mal da sein. Oder auch nicht. Rettet uns vor dem Bösen. Entspannt euch. So schlimm schaut es doch bei euch doch gar nicht aus. Da habe ich mal was liegen lassen. Also wenn man die Sachen liegen lässt, wegschmeißt, dann bleiben die da auch liegen. Das heißt, man könnte sich so ein richtig kleines Lagerort irgendwo anlegen. Wenn man natürlich dann noch weiß, wo es war. Ui, guck mal. Okay. Blop, blop, blop. Jetzt nur noch verstecken und warten. Na langsam, tu mal langsam. Wir tun jetzt erstmal das hier weg. Wir tun jetzt erstmal das mitnehmen, was wir alles hier brauchen. Beziehungsweise besser gesagt finden. Zwergenschnaps und so weiter und so fort. Kann man alles brauchen. Okay, die Schöpfkelle vielleicht nicht, aber. Hier würde mich auch ein Blinder sehen. Alter, was soll das sein? Hinter der Tür, das beste Versteck. Ein Klassiker. Ein Klassiker, okay. Der Klassiker unter dem Verstecken. Ernsthaft? Tris, woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hierfür ein Stell-Dich-Ein. Mit Tris. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Naja, lecker. So genau wollten wir das gar nicht wissen, glaube ich. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. Der ist aber nicht nett. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Okay. Tris, hör auf. Aber erst... Den können wir später immer noch quälen. Außerdem tut es weh beim Zuschauen. Also, redest du? Kommt auf die Frage an. Okay. Wo hat Menge Sigi Räubens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja. Trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Okay, schade. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum?
Darum geht es? Um ein Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Alter. Schneller. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Okay. Für wen arbeitet ihr? Meine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Ja. Egal, was du tust, Hexe. Ich werde niemals reden. Ja, langweilig. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat so viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Alter, ein Gedächtnis nehmen? Löscht. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaubt mir. Sessle Anges. Gedächtnis löschen reicht doch. Müssen wir nicht gleich umlegen. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen. Okay. Mehr. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja. Wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Sie hat es uns beim letzten Mal schon gesagt. So. Naja. Wo ist denn wenigstens bei Nebenquest mit drin? Hacker. Okay, dann schwenken wir nochmal um. Und hauen uns den Quest ein lebenswichtig angelegt rein. Dann kommen wir vielleicht da mal raus aus dem Scheißtrott. Ich habe keine Lust, da die ganze Zeit daher zu rennen. Schau mal, das ist doch ewig weg, der Versteck, oder? Okay. Können wir ein bisschen abkürzen. Gott sei Dank. So. Da unten. Da muss die Wegkrabbelung sein. Genau. Läuft doch. Da wollen wir hin. Monster, ne Monster geht. Wir müssen wahrscheinlich dann noch Hexeaufträge machen. Wenn wir hier in Novigrad so weit fertig sind, müssen wir vielleicht auch unsere Ausrüstung ein bisschen aufbauen und ein bisschen leveln. So nebenbei. Dass
wird wahrscheinlich nicht schaden, weil wir vom Level her gerade so an der Pflicht sind, also gerade so an den Anforderungen, was die uns da geben. Alter, war jetzt ernsthaft. So. Die wollen Streit, die Typen. Ich habe heute mit dem Falschen angelegt. So, ich muss bloß eigentlich aufbauen auf die. Komm schon, komm näher. So. Haben wir noch gefunden, nicht gefunden, den Hurensohn. Wir können, glaube ich, Fleisch nicht grillen, soweit ich jetzt gesehen habe. Weil ich mal geschaut habe, es funktioniert nicht. Wir können dann nur essen oder es irgendwie zu irgendwas zerlegen lassen. Asche oder so ein Scheiß. So. Klopfen? Alter. Ja, wen willst du sprechen? Chris. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Okay. Ist ja nicht so, dass wir jetzt da reinkommen und die gleich draufhauen. Also jetzt entspann dich mal. Ganz schön komisch. Kein Wunder, dass nach der da keiner suchen wird hier in dem Haus. Zwergenschnaps, Alkohol. Komisch. So, schauen wir doch mal, was die jetzt vor uns will. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Ja, Geralt? Okay. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Okay. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Okay. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut. Treffen wir uns dort. Okay. Das ist das, was wir momentan machen. Warte mal, mir geht es jetzt bloß nochmal drum. Haben wir noch irgendwas verbockt? Alter. Okay, bis jetzt haben wir noch magere Erde und falsche Papiere verbockt, wa? So, okay. Auf geht's. Kein blaues Händ und ein Schlüssel. Muss ich den jetzt anreden drauf, dass wir da rauskommen? Diese Temeria, alle Feiglinge, sind über den Pontar geflohen, statt ihre Heimat zu verteidigen. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir den Quest noch abschließen. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, so einfach wird das nicht werden. Naja, schauen wir mal. Vielleicht springen wir unser nettes Sümmchen raus. Oder vielleicht in ein paar bisschen geile Ausrüstung. Weiß man ja nicht. Das ist eine Truppe hier mitten in der Stadt. Schade, ich hätte schon gedacht, da wäre vielleicht was drin. Dann halt nicht. So, Fischmarkt. Blaue Tunika. Jede Menge blaue Jacken.
Interessant. Toll. Nadel im Heuhaufen. Da sind die Sting. Das ist aber. Ja. Okay. Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Okay. Hier lang, es ist nicht weit. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ein größerer Lumpensammler als ich. Bei den Titten einer Mitternachtserscheinung, toll. Das ist... Hilf mir! Okay. Reißt euch zusammen, Jungs! Wir könnten ihn nicht umbringen! Alter! Schreit ein bisschen aufs Ding, aber schauen. Schnipp, schnapp, Köpfchen ab. So. Alter. Wenn die da so anstimmen, ist echt ein bisschen scheiße, wa? Sollte man ein bisschen besser aufpassen. Danke dir. Gehen wir. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris, der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Okay, also langsam, eins nach anderen. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Super. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuts. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbut fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Okay. Gute, schlechte, keine Ahnung. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Okay. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Ja, super. Die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Ich glaube, das wird lustig. Okay. Machen wir gleich weiter. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Wir hätten es nicht machen sollen. Viel zu viel Arbeit, hallo? Kann
Okay, Fuchsmaske, ne, ist optional, das machen wir mal mit, wa? Haben wir eh ein bisschen. Wir haben eh genug Money, Money. Aus dem Weg! Wir haben keine Zeit. Alter, jetzt ernsthaft? Wo ist der Scheiß? Ist außerhalb. Jetzt, das ist der, in Anführungszeichen, dieser Crossdresser oder wie man es auch nennen will. Alter, der war heftig, der Kerl. Der wurde dann auf einmal in den Ding da gesteckt ist. So, wir könnten jetzt mal ein Stündchen warten. Dann sind wir wieder hier halt. Ganz schön kalt geworden. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Nope. Ich würde gerne mal... Natürlich, bitte. Was brauchen wir jetzt? Wolfsmaske. Ah, okay, die passt doch zu uns. Fuchsmaske von Triss. Hemd. Ganzes Höflingsgewand. Das kostet ja Spaß. Das wird ja immer teurer. Brauchen wir das noch irgendwann für irgendwas? Hose von Skellige. Tantes Höfling. Pantoffeln. Hose. Bitte bloß den Höflings. Einfach Tunika. Ja, scheiß die Wand an. Wir haben es doch. Okay, wir haben jetzt doch alles, oder? Gewand, Hose, Schuhe. Alter, hoffentlich kriegen wir das Geld wieder für den Scheiß. Bis dann. Entschuldigung für den Nieser. So, also jetzt gehen wir erst einmal weiter. Ich bin mal zu Triss. Ja, wir laufen jetzt erst einmal hin. Können wir ein bisschen abkürzen? Na. Das wollte er jetzt eigentlich nicht. Ein bisschen. Äpfel, aber ein bisschen. So. Müssen wir uns noch umziehen? Nee. Katastrophe, Katastrophe. Viel zu viel Aufwand. Eigentlich müssen wir das gestellt kriegen bei einem Quest. Wenn wir vorher hätten den ganzen Scheiß nicht, das ganze Geld nicht. Naja. Ist wurscht, wir müssen dann eh noch ein paar X-Aufträge erledigen, dann werden wir schon wieder ein bisschen Money kriegen. So, jetzt ziehen wir erst einmal den ganzen Scheiß an. Schuhe. Habe ich was vergessen? So. Jeder weiß, auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter, Anfänger. So. Er hat es sich bequem gemacht. Meine ganzen Fußböden sind voller Schlamm. Okay, die ist komisch, die Frau. So Leute, jetzt machen wir hier einen kleinen Cut. Wir sind wieder bei 24 Minuten. Und dann machen wir diesen Quest im nächsten Part fertig. Also dann, ciao Leute.